Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Wir sind diese Woche am Tor ins bayerische Oberland, und zwar in der Gemeinde Sauerlach, 20 Kilometer südlich von München. Urkundlich erwähnt wurde die Gemeinde um 800 nach Christus. Mittlerweile leben dort rund 8300 Menschen. Mit der S-Bahn Richtung Holzkirchen sind sie in einer halben Stunde in der Gemeinde. Heute zeigen wir Ihnen kurze Ausschnitte der Beiträge aus Sauerlach. Und wir starten mit Bürgermeisterin Barbara Bogner, bei der man merkt, dass sie ihre Heimat liebt. Wir sind jetzt hier in Großeichenhausen, ein Ort, ein sehr ländlicher Ort, eben mit sehr vielen Bauernhöfen. Und weil hinter uns sieht man ja tolle Höfe mit großen Ländereien natürlich dabei. Und das geht ja weiter dann praktisch Richtung Westen dann über, dann in Richtung Kleineichenhausen und Altkirchen. Und insgesamt sieht man halt unglaublich schön diese ganze weite Flur, die ja auch von den Bauern eben bewirtschaftet wird. Weil das Ganze ist ja eigentlich nur so schön, weil das nämlich gepflegt und bewirtschaftet wird. Und viel Arbeit dahinter steckt. Natürlich. Und ja, und darum brauchen wir unsere Bauern auch, dass wir diese Pflege dieser Flur eben auch schaffen. Ja, und die Wälder natürlich, die jetzt gerade natürlich auch im Waldumbau sind. Es gibt drei Jagdgenossenschaften in der Gemeinde Sauerlach. Also Eichenhausen hier ist auch eine. Die versuchen natürlich auch sehr, den Wald umzubauen in Richtung weniger Regen, in selteneren Regen, zu anderen Zeiten der Regen. Und die haben natürlich schon immer mal wieder zu kämpfen mit Trockenheit einfach. So vor einigen Jahren, wie es da so schlimm trocken war, da waren dann so diese Ränder praktisch des Waldes. Da haben wir schon immer gesehen, dass so alle so 10 Bäume dann praktisch mal wieder einer dürr war. Ah, wirklich? Sind natürlich inzwischen auch gepflegt und rausgearbeitet. Ist ja dann die Winterarbeit der Bauern, gell? Ja. Natürlich Waldarbeit. Ja. Weiter geht's in den Ortsteil Arget, das als letztes vollständig erhaltenes Straßendorf im Landkreis München gilt. Hier besuchen wir das Heimatmuseum und Götz von Borries gibt uns einen ersten Überblick. Herr von Borries, das sind ja hier mehrere Gebäude, die das Heimatmuseum umfassen, oder? Also es sind insgesamt drei. Ja. Wir haben hier einmal den alten Pfarrhof von 1682. Der wurde bis 1950 auch als Pfarrhof genutzt. Der Pfarrer hat hier gelebt und auch seine Wirtschaft gehabt, obwohl die Kirche wesentlich weiter weg war. 1950 hat er dann seinen Sitz hier aufgegeben und da hat das Haus die Kirche der Gemeinde verkauft, der Gemeinde Arget seinerzeit. Und es wurde ein neues Pfarrhaus direkt neben der Kirche in Arget errichtet. Und die Gemeinde hat dann in diesem Gebäude erst einmal sozial schwache Familien und Flüchtlinge untergebracht, ab 1950, die aus dem Krieg hierher kamen, und hat an diesem Garten, an diesem Nebenplatz, dieses Gebäude hierher transportiert. Das war ein verfallener Tortkasten, Getreidespeicher, der beim Garnerhof stand. Das ist ein Hof hier neben der Kirche. Und keiner wollte es haben. Historisches Gebäude, immerhin von 1667. So alt ist dieses Hütchen. Diese Hütte. Und man hat dann aufwendig das Gebäude dort abgetragen, nicht der Feuerwehr für irgendeine heißen Maßnahme zur Verfügung gestellt, sondern abgetragen, hierher gebracht und hier sehr schön restauriert wieder aufgebaut. Das war 1988 und dann hat sich 1989 haben sich interessierte Bürger der Gemeinde zusammengefunden, einen Heimatverein, Heimatfreunde, zusammengefunden und begonnen, hier ein Museum zu errichten. Erst im Trottkasten, deswegen heißt es heute vielfältig noch Heimatmuseum im Trottkasten. Und dann haben wir von dem Hauptgebäude
drei Räume dazu bekommen. Mhm. Und zwar die, die lange Zeit der Bürgermeister der Gemeinde, denn er hat von 1950 bis 1978 hier seine Gemeindekanzlei drin gehabt. Mhm. Diese drei Räume haben wir dann übernommen. Es wohnten noch weiterhin sozial schwache Familien in dem Rest des Hauses. Wenn Sie den ganzen Beitrag über das Heimatmuseum sehen möchten, schauen Sie in unsere Mediathek unter der Rubrik Heimatgeschichten. Und nach einer kurzen Unterbrechung ziehen wir weiter durch die Gemeinde Sauerlach. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung Dahorn. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Wir sind in Sauerlach und zeigen Ihnen heute kurze Ausschnitte unserer Heimatgeschichten. Und einer hat sogar für uns gesungen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute sind wir bei einem ganz wohlen Hund, würde ich sagen, den in Sauerlach nicht kennt, den Michi. Und jetzt muss man kurz spielen lassen, weil es so schön ist. Ja, so ungern, Michi. Aber jetzt muss ich doch unterbrechen, weil sonst erfahre ich ja gar nichts von dir. Genau. Servus. Servus, du, Michi. Jetzt sag mal, bist du ein Musiker? Du schaust aus wie so ein Vollblutmusiker. Nicht mehr. Nicht mehr. Aber das heißt, du warst, oder wie? Was heißt das? Ja, bis ich meine echte Leidenschaft gefunden habe, habe ich in einer Wiesenband, also in einer Coverband gespielt, in einer Münchner Coverband. Mhm. Also echte Leidenschaft meinst du da mit der Musik, oder? Ja, schon. Genau. Nein, die echte Leidenschaft ist, was heißt die echte Leidenschaft? Ich habe mehrere echte Leidenschaften, schon. Aber bevor ich die jetzige Leidenschaft gefunden habe, war die Leidenschaft die Musik? Ja, das ist immer noch, aber halt jetzt halt in zweiter Reihe. Mhm. Und das heißt, du hast also echt so richtig auf der Wiesn jeden Tag als Sänger in einer Band gespielt? Ja, unter anderem. Also wir waren zwei Sänger, zwei Gitarristen und ich war einer davon, ja. Aha. Und hat das Spaß gemacht? Absolut. Ja? Definitiv, ja. War schon eine lustige Zeit. Eine wilde Zeit, aber eine lustige Zeit. Und warum? Warum machst du es nicht mehr? Boah, das sind viele Gründe, aber in erster Linie, ich glaube, so familiäre Gründe. Ich habe meine Frau nicht mehr gesehen, meine Tochter nicht mehr gesehen, habe am sozialen Leben mit den Freunden nicht mehr teilgenommen. Also wirklich nur so sporadisch. Also mir war das einfach zu wenig soziale Teilhabe. Also weil du wirklich so viel mit der Band jedes Wochenende irgendwo gespielt hast. Genau, wir waren schon viel weg und wir waren viel unterwegs und da musste dann was anderes her. Ja, aber gut, aber so erträumt man sich ja eigentlich auch, wenn man Musiker werden will, oder? Dass man so. Ja, aber da ist man auch jünger, also wenn man sich das so erträumt. Ja. Also da ist man, weiß ich nicht, Anfang 20 und ungebunden und alles ist total Rock'n'Roll und irgendwann wird das Leben halt doch ein bisschen normaler oder spießiger vielleicht. Aber das heißt, hast du dann irgendwie das studiert auch oder was hast du eigentlich gelernt so ursprünglich? Ich bin eigentlich Sozialpädagoge. Sozialpädagoge? Ja, habe das auch tatsächlich fertig gemacht, habe auch als Sozialpädagoge gearbeitet. Anfangs im Behindertenbereich, dann die letzten Jahre als Schulsozialarbeiter an einer Hauptschule, / Mittelschule jetzt. Michi hat uns dann noch seine neue Leidenschaft gezeigt. Das Tätowieren von Lederhosen. Auch diesen Beitrag finden Sie in kompletter Länge in unserer Mediathek. Und von der Kunst des Lederhosentätowierens geht's jetzt zur Kunst einer Fotografin. Sonja Herpich nimmt uns mit in ihr Atelier. Jetzt wieder hier. Wo, auf welchem Berg ist das? Das ist auf dem Breitenstein. Super Bild. Mhm. Ganz toll. Danke. Ach, und das ist natürlich wieder nicht hier. Nein, sieht man irgendwie gleich am hier. Auto. Und genau. Ist wieder in Kalifornien. Das oder ist wieder in Kalifornien entstanden, ja, genau. Und an was arbeitest du noch gerade so? Was gibt es noch Aktuelles? Ich arbeite immer an diesem Häuserprojekt, von dem ich vorhin erzählt habe. Und diesen Sommer habe ich mich mit Sauerlach beschäftigt. Mit Sauerlach? Mit Sauerlach, genau. Das heißt, du hast Sauerlach fotografiert? Ich habe Sauerlach fotografiert. Es kommt jedes Jahr, nee, stimmt gar nicht jedes Jahr, alle 5 Jahre kommt eine große Infobroschüre raus für die Bürger, Neubürger und so weiter, wo alles gezeigt wird, was in Sauerlach wichtig ist. Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Kinder.
Tagesstätten, mhm. alles Mögliche, aber auch Ortsansichten von den einzelnen Gemeindeteilen. Und das heißt, jetzt kennst du Sauerlach bis ins Futzel, die Teile. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Ja, ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel kennengelernt von Sauerlach. Zeig mal ein paar Bilder. Ich zeige dir gerne ein paar Sachen, genau. Also das heißt, du hast wirklich, du solltest alles einfangen, im Endeffekt war die Aufgabe, oder? Ich hatte schon so eine Liste, aber mal wie das als Fotograf so ist, man sieht dann halt andere Dinge, die man auch noch schön findet. Und ich habe auf der einen Seite die Liste abgearbeitet, auf der anderen Seite ein paar Bilder dazu gemogelt, die ich jetzt toll finde, so wie ich Sauerlach sehe. Und das ist Gott sei Dank auch ganz gut angekommen. Da gibt es Motive, die sehr in die Naturschutzrichtung gehen. Ich habe Lacken fotografiert, Naturschutzmaßnahmen, aber auch Kirchen, die Feuerwehr, Schützenheim. Und das Rathaus habe ich fotografiert, die Schule mit der neuen Mensa und den Skateplatz, der Ort, wo die Jugendlichen hingehen können, die Schulweghelfer, alles, was so dazu gehört, dass man sich in Sauerlach gut auskennt und weiß, wo man hin soll. Und hier richtig schöne Stimmung, Sonnenuntergänge und, oder Sonnenaufgänge wahrscheinlich auch beides. Gell? Genau, Sonnenaufgänge, das war wirklich ganz toll. Man muss sich dann um 5 aus dem Bett quälen und verflucht in dem Moment alles. Aber dann wird man ja total belohnt und freut sich sehr, dass man diesen, diesen Job ausüben kann. Und für mich war es natürlich auch wirklich ganz besonders toll, Sauerlach festzuhalten. Weil das ist jetzt einfach meine Heimat. Ich fühle mich total wohl hier. Und das war schon was Besonderes, das die Bilder da beisteuern zu können. Vielen Dank. Danke, dass du uns mal einen Einblick hier in dein Sauerlacher Leben gegeben hast. Sehr gerne. Und jetzt hoffe ich, dass du uns noch ein paar Bilder hier zeigst, die wir jetzt noch im Anschluss zeigen können. Das machen wir. Vom schönen Sauerlach. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns von Ihnen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung Dahorn. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de